Viele tun sich damit noch relativ schwer, aber wir haben vor allem seit Jahresbeginn einen anderen Markt vor uns, genauer gesagt seit der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls am 5. Januar haben sich die Dinge grundlegend geändert. Und was hat sich geändert aus Buy the Dip, diesem Mantra, kauf jeden Rücksetzer, weil die Fed hat ein Sicherheitsnetz unter die Aktienmärkte gespannt, ist jetzt Sell the Rally geworden, verkaufe die Rally. Und dieses Muster haben wir immer wieder gesehen. Und wir sehen immer wieder Rallyes wie etwa am Montag, dieses Monster Reversal. Auch gestern haben wir uns deutlich erholt. Sehen wir vielleicht jetzt nach der Fed heute eine Rallye? Yes, we can. Aber die Frage ist, wie weit geht diese Rallye? Und sie wird nicht sehr weit gehen, nach meiner Auffassung, solange etwas grundsätzlich anders geworden ist. Denn durch die hawkische Wende der Fed ist die US-Notenbank vom Freund und Helfer zu der größten Gefahr für die Aktienmärkte geworden. Und das ist das Thema, um das es jetzt geht, sodass wir durchaus, wie gesagt, eben eine Rallye heute sehen können. Überverkauft sind wir derzeit wieder. Aber wie weit geht diese Rallye? Und die Rallye ist wahrscheinlich dann wieder eine gute Verkaufsgelegenheit. Die Fed ist heute dran. 20 Uhr das Statement, 20:30 Powell. Man wird ziemlich sicher signalisieren, ja, wir werden Zinsanhebungen machen. Man wird nicht klar vom März wahrscheinlich sprechen, aber klar machen, ja, also wenn wir mit diesem Tapering fertig sind, und das ist Ende März der Fall, um und bei zu diesem Zeitpunkt werden wir dann auch mal die Zinsen anheben. Hier haben wir gestern ein Interview gesehen von Josh Brown auf CNBC, gesagt hat, dieser Markt war süchtig nach der Liquidität der Fed, weil man war sich sicher, dass man immer die Rückendeckung der US-Notenbank hatte, dass die Fed den Märkten schaden könnte, ist sozusagen jetzt dieses völlig neue Paradigma, womit sich die Leute sehr, sehr schwer tun. Und was sind jetzt die Stellschrauben der Fed? Da sind es zwei Stellschrauben, die diese Dinge am besten unter Kontrolle bringen lassen, nämlich die Dinge der Inflation. Und das sind die sogenannten Financial Conditions. Und da gibt es zwei Bereiche. Das eine ist der Aktienmarkt und das andere ist der Immobilienmarkt. Das wollen wir uns mal anschauen. Und hier sehen wir, dass dieses Muster, dass Paul immer die Gleise schön wieder fügt, dass also da nichts entgleist, das ist das Muster aus den Jahren 2020, 2021, das Muster der Jahre 2022. Folgende Fragezeichen wird ein anderes sein. Financial Conditions hatte ich vorhin erwähnt. Hier sehen wir mal bei Bloomberg, hier die Bloomberg Financial Conditions sind deutlich weniger lax geworden, wenn wir das Ganze mal von Goldman Sachs sehen, dann sehen wir hier diesen kleinen Spike nach oben bei diesen Financial Conditions, also weniger lax. Da ist also schon ein bisschen was passiert, aber es kann noch sehr, sehr und muss wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel passieren, damit diese Financial Conditions weniger ultra lax sind. Je weniger lax sie sind, umso stärker der bremsende Effekt auf die Inflation. Und die Inflation ist die oberste Priorität jetzt der Fed. Das wurde ihr klar gemacht und Paul liefert und muss liefern. Das ist genau der Punkt. Hier sehen wir mal etwa den Hausmarkt. Hier sehen wir, dass die Hauspreise relativ oder im Verhältnis zur Inflation noch nie so hoch waren wie derzeit. Wir haben eine absolut dicke, fette Blase am US-Immobilienmarkt, die in vielerlei Hinsicht größer ist als noch damals zu Zeiten der Finanzkrise oder des Platzens der Finanzkrise, der ja bedingt war durch Fehlspekulationen, durch eine Blase am US-Immobilienmarkt. Jetzt ist die Hebelung vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber die Preise müssen runter, denn die Mieten sind stark gestiegen und Mieten sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor eben für die Inflation. Die Hauspreise sind ein wichtiger Faktor durch die sogenannte Homeowner Equivalence Rent, wie das Ganze heißt. Und das heißt, dass hier eben diese House-related Inflation von der Fed gebremst werden muss. Und da ist wirklich der Anker oder sind die Angriffspunkte auf der einen Seite der Aktienmarkt und auf der anderen Seite der Immobilienmarkt. Das ist im Hinterkopf zu behalten, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, hat Konsequenzen A für die Aktienmärkte und B Konsequenzen vor allem für den US-Immobilienmarkt. Alles, was damit zusammenhängt,
die Homebuilder-Aktien, dieser ganze Rattenschwanz, der an diesem Immobiliensektor dranhängt. Was sollte Paul heute tun? David Rosenberg hat einen Tipp: Leg dich auf keinen Fall fest. Versuch so unbestimmt wie möglich zu bleiben. Ja, und das wird er heute versuchen. Wahrscheinlich würde er viel Geld dafür bezahlen, der gute Jeromy, wenn er heute nicht diese Pressekonferenz halten müsste, denn es ist eine üble Gratwanderung zwischen, ja, er muss diese hawkische Haltung bestätigen, er muss diesen Kampf gegen die Inflation bestätigen, aber auf der anderen Seite will er natürlich jetzt nicht das totale Chaos an den Märkten anrichten. Dementsprechend sehe ich eigentlich wenig Potenzial, wie andere vielleicht auch, dass Paul jetzt hawkischer wird, als die Märkte ohnehin schon jetzt eingepreist haben. Es hat ja schon sehr lange gedauert, bis die Märkte das eingepreist haben. Diese hawkische Welle ist im November passiert. Erst mit dem FOMC-Protokoll am 5. Januar haben es die Märkte dann so richtig begriffen. Und seitdem wird auf der einen oder anderen Seite auch übertrieben. Zum Beispiel glauben viele, ja, die Fed, die wird jetzt die Zinsen heute schon anheben, oder sie wird dann im März die Zinsen um 0,5% anheben. Sie wird jetzt sofort das Quantitative Easing aufgeben, also praktisch jetzt sofort die Anleihekäufe auf Null zurückstellen. All das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das wird nicht passieren. Und dadurch, dass es wahrscheinlich nicht passiert oder sehr wahrscheinlich nicht passiert, haben die Aktienmärkte vielleicht die Chance, dann ein bisschen so eine Art Erleichterungsrally zu machen. Hier nochmal die Optionen in Sachen Bilanzsummenreduzierung. Darauf wird zu achten sein. Was wird Paul, was wird die Fed dazu sagen? Es gibt ja drei Optionen, die nukleare Option ist, wirklich aus dem Bestand heraus Staatsanleihen zu verkaufen. Wie viele Zinsanhebungen sind eingepreist für dieses Jahr jetzt und eben diese hawkische Wende der Fed jetzt auch an den Zinsmärkten eben angekommen? Für Dezember 2022 3,954 Zinsanhebungen, bis September 3,190 und bis Juni 2,34. Wir sehen, dass diese Erwartungen stetig gestiegen sind, eben weil die Märkte Stück für Stück begriffen haben, ob die Fed meint es ernst. Da ist doch was im Busch. Und das hat jetzt auch meine zweitbeste Freundin Cathie Wood erkannt, die messerscharf analysiert hat, dass Innovation is on sale. Also Innovationsfirmen, und sie hat ja Firmen, die also so erfinderisch sind, dass sie dabei nicht einmal Geld verdienen, so kreativ genial sind die. Und da ist natürlich jetzt Land unter, massiv überverkauft, auch dieser Arc Innovation, gar keine Frage. Aber da sind natürlich jetzt die Opfer, die jahrelang dieses Buy-the-Dip-Mantra, dieses Liquiditätshossen, die Flut hebt alle Boote-Mantra geritten haben, sehr erfolgreich geritten haben. Aber wenn die Flut weg ist, dann sieht man, wer nackt gebadet hat in der Ebbe. Und Frau Cathie Wood ist derzeit nicht voll bekleidet zu sehen. Eine seltsame Vorstellung, gebe ich zu. Aber however, wir sehen, dass das Absicherungsbedürfnis massiv ist. Und das könnte dann auch so eine Counter-Rally jetzt wieder nach sich ziehen. Jetzt haben wir 31,3 Millionen Puts gesehen, die auf den S&P 500 gekauft wurden, respektive auf fallende Kurse gesetzt wurden. Am Montag, am Freitag waren es 32,3 Millionen. All das übertrifft den bisherigen Rekord, den wir im Februar 2020 gesehen haben, also in der Panik des Corona-Crashes. Damals waren es 26,7, jetzt also wie gesagt am Montag 31,3, am Freitag 32,3, massives Bedürfnis nach Absicherung. Und wie gesagt, das kann, wenn die Fed jetzt nicht hawkisch, noch hawkischer daherkommt, als manche schon befürchten, halber Schritt der Zinsanhebung, also 0,5%, sofort Ausstieg aus QE und so weiter, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, dann kann es sein, dass wir diese Rallye sehen, dann irgendwie diese Puts erstmal gesqueezed werden. Das ist ein wunderschönes Muster. Diese Märkte gehen den Weg des größten Schmerzes, sowohl nach unten als auch nach oben. Nach oben erwischt es diejenigen, die eigentlich die Trendrichtung vielleicht erkannt haben, aber eben rausgesqueezed werden, und nach unten erwischt es diejenigen, die an das Buy-the-Dip-Mantra nach wie vor ungebrochen glauben. Hier sagt Octavio Costa eben genau das: aus Buy the Dip ist jetzt Sell the Rally geworden, und solange die Fed eben nicht umsteuert, all das wieder zurücknimmt, wird das so bleiben, und dementsprechend sehen wir eben diese massive Volatilität an den Märkten. 4,6% Bewegung, Tagesrange hatte ich hier schon gesehen, und manche hoffen eben auf eine sehr dovische Reaktion jetzt auch der Fed, dass die Fed also zuckt und sagt, ja,
Haben wir alles nicht ganz so gemeint, aber das halte ich auch für unwahrscheinlich. Also die Fed wird weder hawkisch noch dovish überraschend, sondern Kurs halten, möglichst versuchen wird Paul dabei unklar zu bleiben, undefiniert zu bleiben, sich nicht festlegen zu lassen. Das wäre schon die beste Strategie. Kommen wir zu den Märkten, sehen wir Energie gestern wieder 4,0%, dann Finanzwerte. Das ist das Muster, das sind die beiden führenden Sektoren, vor allem Energie. Und Energie hat jetzt den S&P oder der Energiesektor, die Energieaktien haben jetzt den S&P seit Jahresbeginn um sage und schreibe 28% ausperformt. Also das ist Wahnsinn. Und wer war in den Jahren 2020, 2021 ganz hinten? Raten Sie dreimal. Energie und Finanzwerte waren auch nicht so toll. Also stellt man alles auf den Kopf, dann kommt man ungefähr dahin, was jetzt in 2022 passiert. Wir sehen gestern auch wieder Information Technology, also Tech-Werte, sehr, sehr schwach als letzter in der Reihe. Ja, wir sind überverkauft. Wir sehen am RSI sowohl beim S&P 500 als auch beim Nasdaq, also relative Stärke-Index, dass wir hier deutlich überverkauft sind. Dementsprechend diese Counter-Rallys, diese Gegen-Rallys jederzeit möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich übergeordnet. Aber sehen wir, dass eben hier noch nicht viel passiert ist. Hier sehen wir mal die maximalen Drawdowns, die maximalen Kursverluste der letzten Jahre beim S&P 500. Hatten wir ja 2021 nur 5%, 2020 34%. Also so 8-10% sind normal, das haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt ist die Frage, sehen wir 20, sehen wir 30, sehen wir also diese Ausschläge, wie wir sie zuletzt 1986 in der Dotcom-Blase gesehen haben und in der Finanzkrise gesehen haben und dann eben im Corona-Crash gesehen haben. Passiert das nochmal oder wird das Ganze viel harmloser ablaufen? Das ist die offene Frage. Jedenfalls sagt Stephen van Metre, glaube ich, sehr, sehr richtig hier, Paul wird nicht sehr dovish werden, er wird auch nicht sehr hawkisch sein, aber auch nicht dovish werden, denn er hat vom Präsidenten und vom Kongress den Auftrag bekommen, bekämpfe mir die Inflation, und das wird er tun. Und das wird er über die Financial Conditions regeln, und das geht über die Aktienmärkte und über den US-Immobilienmarkt, wie ich vorhin versuchte zu thematisieren. Jetzt sehen wir, dass da natürlich viel Schaden angerichtet wurde, auch bei Investoren. Hedgefonds haben jetzt ein richtiges Massaker in diesem Monat erlebt, sind durchschnittlich über 6% im Minus. Wir sehen aber, dass jetzt schon sehr, sehr viel Short-Covering passiert ist. Man hat also Aktien, die man geschortet hat, oder Indexpositionen, die man geschortet hat, glattgestellt. Das war der fünftgrößte Glattstellungsprozess von Short-Positionen in den letzten 5 Jahren. Wir sehen auch, dass diese Short-ETFs, die hier gekauft wurden, abgebaut wurden. Größte Reduktion seit Oktober 2020. Und wir sehen, dass Einzelaktien massiv gekauft wurden. Drittgrößte Aktion hier, alles Zahlen von Goldman Sachs seit den letzten 5 Jahren. Also offenkundig hoffen da schon manche auf diese dovischere Aussage der Fed, weil ja so viel Schaden an den Märkten angerichtet wurde. Mal sehen, ob das wirklich so kommt. Also wir sehen hier vor allem, dass Short-Positionen eingedeckt wurden. Wir sehen auf der anderen Seite, dass auf den Index sehr viele Short-Positionen nach wie vor bestehen, dass die aber auch gesqueezed werden könnten, also praktisch die dann rausfliegen mit ihrer Short-Position, bevor es dann wieder runtergeht. Wir sehen insgesamt ja Bekämpfung der Inflation als oberstes Ziel der Fed. Jetzt haben die USA gestern nochmal gewarnt, das Handelsministerium, dass die Chip-Inventory, also praktisch das, was die amerikanischen Firmen an Chips haben, extrem fragil ist, reichen nur für 5 Tage. Wenn also jetzt nichts Neues mehr käme, wäre nach 5 Tagen praktisch keine Chips mehr vorhanden, die man einbauen kann. Und das ist etwas, was natürlich für eine Fortsetzung dieser Lieferengpässe, Materialmangel und diesem inflationären Druck spricht. Dementsprechend wird die Fed eben nicht anders können, als so zu agieren, wie sie es jetzt gesagt hat. Wir haben gestern einen wilden Ritt gesehen. Es ging ja zum Handelsende mal wieder nach unten, vor allem bei den Tech-Werten. Dann kamen die Zahlen von Microsoft. Die waren eigentlich gut, also in jeder Hinsicht eigentlich über der Erwartung. Aber die Aktie dennoch erstmal 5-6% gefallen. Aber dann kam verspätet die Guidance, also der Ausblick von Microsoft. Der war dann deutlich besser, sodass die Aktie dann nachbörslich sogar ins Plus drehen konnte. Das hat den US-Futures deutlich geholfen, jetzt positiv erstmal wieder zu drehen. Und kurzer Ausblick hier noch auf die geostrategische Situation. Top-Diplomat Josep Borrell hat jetzt klar gemacht, wir müssen unabhängiger werden von
russischer Energie. Das ist jetzt ein Prozess, der offenkundig hinter den Kulissen läuft, mit den Amerikanern zusammen, dass man überlegt, wie können wir uns von den Russen, von diesen Gas- und Erdöllieferungen unabhängiger werden. Biden jetzt nochmal mit der Warnung, wenn die Russen Ukraine angreifen würde, das weltweite Konsequenzen haben. Und Konsequenzen haben wir an den Märkten insgesamt schon gesehen, weniger wegen der Ukraine und Russland, sondern vielmehr wegen der Fed. Und eins ist erstaunlich, während die Kryptowährungen abverkauft wurden, sich jetzt aber auch wieder besser halten, sind eben die Aktienmärkte nach wie vor im Sinkflug, aber auch Kryptowährungen waren ja sehr, sehr stark unter Druck. Nur Gold hält sich sehr, sehr gut und Gold war gestern an dieser zentralen Widerstandsmarke bei 1850 Dollar. Wir werden heute etwas über den Grund publizieren nochmal, warum Gold sich vom Dollar auch vor allem entkoppeln kann. Aber hier erstmal Gold als sicherer Hafen gegen Kryptowährungen und Aktien. Ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke und wünsche jetzt das Allerbeste. Wir werden heute um 22 Uhr oder ab 22 Uhr die Zahlen von Tesla bringen und natürlich ab 20 Uhr werde ich schriftlich wieder kommentieren das Statement der Fed um 20 Uhr und 20:30 eine Art live schriftlichen Kommentar auf Finanzmarktwelt geben über die Aussagen von Jerome Powell, den ich in keiner Form beneide, wie er diesen Ritt auf der Rasierklinge heute hinbekommen wird. Also jetzt erstmal das Allerbeste, Servus und Ciao.